Also das ist so quasi wie bei, ja, wie bei den Frauen. Ja, mal fühlt man was, mal fühlt man nichts. Aber bei Apple fühle ich einfach was. Also man kann sich ja nicht anstellen, um einfach ein iPhone zu kaufen, sondern man muss es wirklich reservieren. Das heißt, ich finde die Aktion, naja, so ein bisschen langweiliger. Man sieht ja schon deutlich weniger Leute als letztes Jahr oder die Jahre davor. Wir haben es geschafft. Wir gehören zu den ersten Besitzern des neuen iPhone 7. Was wir noch sehen ist, dass jetzt hier schon fleißig gehandelt wird, also wenige Sekunden nachdem die Besitzer ihre Geräte erhalten haben, werden sie schon angesprochen von, sag mal, russischen Geschäftsleuten. Hier innen drin haben wir schon viele, viele grüne Scheine den Besitzer wechseln sehen. Diese russischen Geschäftsleute verkaufen mit großen Gewinnen dann die Handys in Russland und wollen natürlich die Ersten sein, die dann die begehrte Ware nach Moskau und in andere russische Städte bringen.